CE04 ist tatsächlich die neue Interpretation der Problemstellung im urbanen Umfeld. Elektromobilität macht am meisten Sinn erstmal in der Stadt. Erstens haben wir kurze Strecken, wir haben ständig Stop and Go. Die Fahrstrecken sind in der Regel relativ kurz. Die Reichweite unseres CE04 ist mindestens 10-mal so hoch. Unsere Vision war, dass wir ein wirklich modernes, zeitgemäßes Fahrzeug schaffen, das perfekt in dieses urbane Lebensumfeld passt. Wir haben uns sehr genau darüber Gedanken gemacht, also was die Zielgruppe genau ist, und haben die natürlich sehr, sehr stark analysiert. Und letzten Endes sind dann diese Erkenntnisse auch 1:1 in die Entwicklung dann eingeflossen. Ich glaube, am ehesten würde ich das mit diesem Überbegriff Creative Class eigentlich beschreiben wollen, ja? Die so in diesen ganzen Ballungszentren wie Madrid, Mailand, Barcelona, Paris lebt. Wirklich von Meeting zu Meeting, von Business, Essen, Treffen mit Freunden, ab in die Bar und dann natürlich dazwischen immer wieder kommunizieren, telefonieren, Messenger-Dienste nutzen. Und genau für diese Leute haben wir natürlich das entsprechend passende Konzept dann in der Pipeline. Die Flachspeicherbatterie in Kombination mit der Verlagerung dieses Package-Compartments sorgt natürlich für wirklich eine signifikante Schwerpunktverlagerung des Fahrzeuges. Das heißt, sie kommt sehr, sehr tief und spricht natürlich automatisch für die Agilität des Fahrzeuges. Wir wollten ganz bewusst mit der üblichen Sehgewohnheit brechen, die diese großen Scooters heute haben. Wir haben eine ganz andere, eine sehr cleane, eine saubere, großflächige Formensprache gewählt. Wir wollten auch ein Design-Statement da machen. Ich denke, dass wir durch die Elektromobilität einfach auch neue Kunden gewinnen, die wir so noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Wir haben hier ein neues Segment, wir haben einen neuen Kunden, wir haben eine neue Möglichkeit, uns selber zu erfinden. Wir können Fokus auf Innovationen legen, die wir so noch gar nicht in der Motorradbekleidung umgesetzt hatten. Die Bekleidung war so gedacht, die soll erstmal ein modisches Statement sein. Also Bekleidung, nicht im Sinn von Ritterrüstung. Es geht um den Look. Hauptfokus haben wir auf eine Jacke gelegt. Die hat auch diese ganzen elektronischen Features schon drin. Einfach durch ganz intuitives auf den Unterarm greifen, kann ich meine Lichtleiter an- und ausschalten. Die Praktikabilität ist gegeben, Komfort ist gegeben. Das ist im Endeffekt eigentlich eine Art Hybrid, ja, aus der analogen und der digitalen Welt. Das ist quasi so eine Art Schulterschluss für uns. Ja. Es ist auf der einen Seite ein Kommunikationstool, ja, und auf der anderen Seite natürlich ein Fortbewegungsmittel. Und daraus ist das eigentlich ein Merge. Und deswegen glauben wir auch ganz fest daran, dass es für den User, für den Fahrer letztlich eigentlich ein völlig neues emotionales Mobilitätserlebnis werden wird.